Ich grüße euch, Leute, und ja, willkommen zurück hier bei Tobis Tanke. Mittlerweile haben wir unsere eigene Landebahn. Ja, aktuelle Aufgabe, wir sollen einen Platz auf der Landebahn kaufen, was auch immer das sein soll. Wir haben unsere Tanke komplett geschlossen gerade. Vor dieser Folge habe ich noch so ein bisschen Geld verdient, aktueller $745. Also vor dieser Folge habe ich so ein bisschen die Tankstelle aufgemacht und ein paar Autos repariert und so weiter. Wir schauen jetzt mal im Computer, was diese Landebahn hier kosten soll. Wir schauen mal. Ich möchte ja am liebsten ja auch noch gerne unsere Tankstelle irgendwie aufwerten, ne? Werkstatt Level 2. Dann können wir nämlich den Ölwechsel machen. Und wir können noch Lager Level 2. Das ist auch geil, weil weil wir dann diesen Treibstoffkapazität auch noch auf 150 erweitern und den Inventarkapazität. Also das ist richtig cool. Können wir halt viel, viel mehr Produkte kaufen, ne? Wenn sie gerade im Angebot sind, können wir dann halt auch ganz viel davon kaufen. Das wäre cool, ne? Aber oh, jetzt bin ich schon wieder rausgegangen hier. Erstmal investieren wir in unseren Flughafen, oder? Flughafen, Handelslandebahn, Level 3. Zweimal Kraftstoffzapfsäule. Schaltet Landung aus folgenden fremden Ländern frei. Ja, okay. Sollten wir doch kaufen, oder? Kaufen wir mal. Für 250. Ah. Ah. Jetzt will ich mal gerne gucken. Also eine Landebahn haben wir hier, ja. Achso, das soll mal die zweite Landebahn werden hier, oder wie? Benutze Taui, um die Wracks. Achso, wir sollen erstmal Platz machen. Also wir haben jetzt zweimal Landebahn. Cool, ja, dann machen wir mal eine Runde Platz hier. Mit unserem tollen Gefährt. Wo sollen wir den hinbringen? Sollen wir die in Container fahren oder wie? Gucken wir mal, ob wir das Ding überhaupt hier reinkriegen. Fahren wir ein bisschen näher. Ist auch nicht so cool, ne? Was ich hier so mache. Müssen wir noch näher ranfahren, okay. Soll ja nicht das Problem sein. Kriegen wir hin. So. Oh, jetzt haben wir uns eine Delle hier in unserem Superfahrzeug gefahren. Weiter komme ich nicht, okay. Das ist. Nee, ne? Das ist blöd, dass ich das Ding nicht komplett drehen kann. Ja, dann sollte ich doch besser immer rückwärts ranfahren, ne? Das fahren wir. Wie geil das einfach aussieht. Ah, schön vorsichtig. Oh! Ja, keine Rückfahrkamera hier dran. So, jetzt muss es aber was werden. So, wir können sie in. Wir können sie. Dort steht, wir können sie in Container packen oder einfach zur Seite fahren. Okay. Das heißt, wir können auch irgendwo da hinten hinfahren und die dann dahin bringen, oder wie? Wir gucken mal. Komm, den bringen wir jetzt auch noch in Container, dann ist gut. Es wäre ja cool, wenn wir Schrottgeld bekommen würden.
So. Aber warum ist denn da noch so ein Fragezeichen dran? Wir. Ah, okay. Aha. Oh. Ja. Wir haben alles richtig gemacht. Sehr cool. Ja, komm, wir lassen das Ding jetzt erstmal hier stehen. Überprüfe die Monitore im Kommunikationszentrum in der Scheune. Okay. Irgendwas aus Argentinien, ja? And time to arrival. Cargo is divided into two categories. The top row is what the pilot is carrying, and the bottom row is what he wants to trade for. Depending on your communication center level, you'll be able to identify more products from the list before the pilot arrives. Do you remember what I asked for? Doesn't look like the next pilot is carrying tequila. You can reject a plane using the X button on the right side of the screen. Okay, wir können, Also, die Ware kommt hier aus Argentinien. Das ist jetzt hier so ein unterwegs. Also, wir können auf jeden Fall, das ist so ein Auftrag, ne? Wir haben zwei Aufträge hier. Achso, wir sollen diese okay. Also, diese Ware kommt irgendwie aus Argentinien, ja? Und die obere Ware sagt, was der Pilot mit hat. Und das, die untere sagt uns, was der Pilot für uns haben will, ja. Okay. Und wir können diese Aufträge irgendwie anscheinend auch ablehnen. Es sind halt. Also sind so Handelsangebote, kann man sagen, ja. Wir sollen auf jeden Fall Joes Bestellung, um den Flug zu stornieren, wähle verweigern. Aha. Jones Bestellung. Wähle das Kommunikationsgerät aus deinem Werkzeuggrad. Was? Upgrade die Kommunikationszentrum oder warte auf die Landung des Flugzeugs, um mehr zu sehen. Okay. Das ist hier, dieser Monitor sagt uns von Joe, ne? Das sind so Joes Angebote. Aber ich weiß immer noch nicht, woher wir diese Klamotten dann herbekommen sollen, diesen Tequila und so weiter. Ich habe echt keine Ahnung. Aber wir sollen das Kommunikationsgerät aus deinem Werkzeug, was? Ah, das ist unser Kommunikationsgerät hier. Ah, okay. You can give them to me every time I arrive at the airport. And expect a fair reward. Simple as that. Now, check if you're prepared for your first trade. Remember that anything you want to trade with must be in your warehouse, not on the shelves. One more thing. Remember that all pilots need some refueling after the long journey. Always do it before you start trading with them. There may not be enough time for that later. If you do everything right, they'll trust you more. Fox 29 out. Okay, also wenn Piloten hier landen, hat er gesagt, sollen wir sie erstmal lieber betanken und dann mit denen handeln und so, ja? Wäre wahrscheinlich cool. Mit unserem komischen Gerät hier können wir jetzt sehen, dass in 30 Sekunden einer landet. Aus Mexiko, okay. Aber Tequila... Ja, das Wash and Wax und so. Also ich weiß nicht, woher wir diese Sachen bekommen sollten. Ich habe noch keinen Plan. Und das ist hier Bestellung von Joe. Ja, seinen komischen Tequila. Und wir bekommen dann so einen Bauplan. Was für ein Bauplan denn? So, wo ist das Flugzeug? Es landet gerade hier oder so. Wo landet es denn? Oha, brems mal. Oh!
Es landet einfach. Wie geil. Er hat einfach einen geilen Rückwärtsgang. Richtig geil. Wie gut er einfach rückwärts reinfährt. So, den betanken wir jetzt erstmal, ja? Benutze die Zapfsäule an der Landebahn, um das Flugzeug zu tanken. Ja, das machen wir. Tanken können wir ja. Ja, ja, tanken können wir. Wo haben wir denn dieses Ding hier? Da. Oha, er bekommt einfach... Ich glaube, das reicht gar nicht. Ja, tut mir leid. Boah. Der hat gerade einfach so viel getankt, dieses Flugzeug. Das ist ja richtig krass. Ah, das ist eine Pilotin, okay. Ah, wir haben zwei nur E-Mails, ja. Um den Handel zu starten, interagiere mit dem Flugzeug und drücke F. Ja, ja. Aber als erstes würde ich mal sagen, jetzt haben wir hier unten haben wir gar keinen Computer, ne? Ah, doch, doch. Ja, doch, stimmt. Hier haben wir einen Computer gehabt. Wir müssen mal unbedingt Kraftstoff für den Flughafen kaufen. Flughafen kann 300 Liter. Okay. $600 Bestellung. So. Es kann ja nicht sein, dass wir die Flugzeuge nicht betanken können, weil die brauchen ja immer richtig viel. Damit können wir, glaube ich, richtig Geld machen. So, wir interagieren mal und gucken und starten den Handel. Ja, okay. Ah, willkommen, ja, okay. Oben siehst du einen Zeitmesser. Ja, sehen wir hier. 3 Minuten. Er zeigt die verbleibende Zeit für den Handel an. Ah, okay. Wenn die Zeit abgelaufen ist, verlässt der Pilot sofort die Landebahn. Okay. Auf der rechten Seite kannst du alle Produkte sehen, die sich in der Ladung des Piloten befindet. Also das sind die Produkte des Piloten. Klar, das sieht man, ne? Mit der Flagge und so, ja. Du kannst immer so viele Produkte auswählen, wie du möchtest. Ah, der verkauft auch hier, okay. Also diese Sachen, diesen Tropico, dieses Zeug hier, das kennen wir doch aus der Tankstelle, ne? Verkaufen wir selber. Und hier sehen wir diesen Lobo Blanco Tequila. Okay. Also du kannst immer so viele Produkte auswählen, wie du möchtest. Also ich würde ja mal sagen, wir die Zahl daneben, ich weiß nicht, was die Zahl daneben ist. Heißt es, er hat so viel mit oder heißt es, es kostet so viel? Das müssen wir noch rausfinden. Nimm den Tequila, um ihn den Handelsplatz hinzuzufügen. Ja. Aha. Mit der Taste verweigern kannst du die Verhandlung beenden oder mit der Taste anhalten, vorübergehend unterbrechen. Okay. Zu Übungszwecken sind diese Aktionen jedoch vorerst gesperrt. Aha, okay. Jetzt kannst du auswählen, wie viele Flaschen Tequila du möchtest. Ja. Wähle mindestens 10 Flaschen. Also wir können auch 50, okay. Ja komm, wir kaufen einfach mal 15 oder so. Oder 20, komm, wir kaufen mal 20. Wähle nun Produkte aus deiner Seite. Und ich habe ja vorhin noch gelesen, dass wir nur... Aber woher haben wir denn dieses Wash and Wax da? Ich weiß gar nicht, woher haben wir das her? Das verkaufen wir doch gar nicht. Oder haben wir es von irgendwie Geschenk gekriegt oder so? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wähle nun Produkte von deiner Seite aus. Wenn das Produkt ausgeraut ist, bedeutet dies, dass es in deinem Lager nicht verfügbar ist. Genau. Das sind nämlich nur Sachen, die bei uns im Lager sind und nicht im Regal. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig, ein großes Lager zu haben. Okay. Also das sind ja nur Tauschgegenstände, ne? Können jetzt hier nicht irgendwie kaufen oder verkaufen oder so. Ja, was verkaufen wir denn hier oder was? Ihr dürft von mir aus keine Chips haben. Ah, dieser Indikator zeigt die aktuellen Chancen für einen erfolgreichen Tausch an. Aha, okay. Also es ist niedrig oder sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch. Das heißt, er will den gar nicht so gerne haben, ja.
Du kannst sie beeinflussen, indem du die Produkte im Trade Space mischt. Wenn du auf Handel klickst, wird den Piloten ein Angebot für einen Handel gemacht. Okay. Er kann es ablehnen oder annehmen. Denn kein Angebot hat eine hundertprozentige Erfolgschance. Ah, okay. Wähle jetzt, um zu sehen, was passiert. Ah, okay. Also die Chancen stehen eigentlich gering, ne? Wir bieten denen einmal so eine Dose Chips an und wir wollen dafür 20 mal Tequila. Ja, das ist wahrscheinlich zu wenig, ne? Hä? No me gusta mucho. Keep trying. Versuche es weiter und vielleicht kannst du mich davon überzeugen. Ah, okay. Ja, nach der Ablehnung des Angebots füllt sich die Geduldsanzeige. Ah, das rote hier. Okay. Wenn die Anzeige das Ende erreicht, verlässt der verärgerte Pilot die Landebahn. Ah, okay. Hier sind einige besondere Fähigkeiten, die du beim Handeln einsetzen kannst. Jede Fähigkeit hat eine Abklingzeit. Oh Mann, ey, wie geil ist das denn alles hier gemacht? Also wähle sie mit Bedacht. Wir haben einmal die Karte oder einmal die Fähigkeit, was? Nutze die Verfügbarkeitsfähigkeit. Die Macht der Ruhe, um den Reizbarkeitsindikator zu senken. Okay. Der durch das abgelehnte Angebot entschieden ist. Also das heißt, wir können das jetzt reduzieren wieder einmal, ja? Benutze. Ah, es ist runtergegangen. Ne? Habt ihr gesehen? Jetzt sind wir schon wieder im grünen Bereich. Versuche die Anzahl der angebotenen Produkte zu erhöhen, um den Piloten. Das machen wir. Ja, mehr als drei können wir gar nicht bieten, ne? Können wir denen nicht auch noch Zigaretten geben? Sehr niedrig. Das steht halt immer noch sehr niedrig, ne? Wir gucken mal. Oha! Oh, sie haut wieder ab. Wir haben gehandelt. Joes Bestellung. Um den Handel zu starten, interagiere mit dem Flugzeug und drücke F. Ja, ach so, ja, haben wir schon. Ja, ja. Warte auf Joe, bis er auf der Landebahn ankommt. Jetzt kommt der Joe schon wieder an. Wo ist der Kerl? Ah, ist egal. Kraftstofflieferung neben der. Achso, ja. Natürlich. So. Jetzt gucken wir nochmal kurz die E-Mails. Also, es ist alles sehr, 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 sehr interessant, ne? Alles sehr neu für mich. Und ich bin wirklich. Irgendwie bin ich schon sehr erstaunt, wie geil die einfach. Wie geil dieses neue DLC ist. Das ist einfach. Es fühlt sich richtig gut an, auf jeden Fall. Ich bin nicht enttäuscht. Bis jetzt auf jeden Fall. So, wo bleibt Joe jetzt hier? Hallo? Wir warten einfach. Okay, gut. Können wir hier noch Müll beseitigen oder so? Das sieht einfach hier alles so schmutzig aus. Können wir hier eigentlich streichen? Nee, wir können diese Scheune hier, wir können hier nichts streichen, ne? Nee. Können wir von außen die Bude schick machen? Nee, können wir auch nicht. Okay. So. Lieferung haben wir? Cool. Ja, wir sollten jetzt auf Joe warten, bis er auf der Landebahn kommt, ne? So ist der Plan. Dann würde ich sagen. Unterwegs. Heißt das, dass wir in 1 Minute 20 schon wieder. Dass das schon wieder jemand kommt? Ja, das ist ja, also das ist ja, ich finde das schon sehr krass, aber irgendwie fehlt mir die Zeit, dass wir uns mal hier um unsere Tankstelle kümmern irgendwie. Weil wir müssen ja auch mal wieder Geld verdienen, ne? So, hier können wir jetzt erstmal Zabak reinpacken. Die Snacks sind alle voll hier, ne? Okay. Alkohol. Lobo Blanco. Ja,
Ja, nee, den packen wir jetzt erstmal nicht rein. Weil. Oder 10 Stück. Komm, wir packen 10 Stück da rein. Den verkaufen wir jetzt. Wie geil ist das denn? Eis machen wir jetzt auch voll. So. Weil ich habe nämlich gesehen, dass wir. Wir schauen mal. Ach nee. Wir können uns quasi neue Regale auch kaufen. Wir können neue Produkte quasi anbieten. Jetzt möchte ich nämlich einmal gucken. Einrichtung Regale. Wir können nämlich jetzt so einen Zeitungsstand kaufen, ne? Und wir können auch was für Autopflege kaufen. Aber die Regale sind schon teuer, ne? Und durch das letzte Upgrade haben wir jetzt... Was? Er schreit da rum. Ach, dieser Bruchpilot ist schon wieder da, der Joe, ne? Schleppe Joes Flugzeug zum Reparaturplatz. Jetzt ist der schon wieder abgestürzt, oder wie? Ne, jetzt muss er warten. Jetzt will ich mal eben kurz hier die Wände weiß streichen. Mal zumindest anfangen. Jetzt... Der kann doch nicht jedes Mal abstürzen. Ich bezweifle echt, dass der irgendwie so einen Pilotenschein hat oder so. Jetzt machen wir jetzt streichen wir noch einmal hier die Wände weiß. Denn ich habe vor dieser Folge habe ich hier das Regal auch noch umgestellt. Können wir hier durchstreichen? Ne, können wir gar nicht, ne? Doch, wir können zwischen das Regal quasi streichen. Ja, das ist doch cool. Schön. Okay. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir gehen rüber. Das können wir ja inzwischen ganz schnell machen, ne? Jetzt müssen wir den Joe schon wieder abholen, ey. Das ist ja ein Typ, ne? Wir hätten doch lieber noch die Straße nehmen sollen. Er stürzt halt auch immer da ab, ne? Wo ist der Kerl denn hin? Ne, das letzte Mal ist er hier abgestürzt, ne? Hier rechts. Und jetzt ist er wo? Oha, der hat die Landebahn hart verfehlt, würde ich mal so behaupten, ne? Nee, oder? Hier hinter ist noch voll die lange Straße. Okay. Da ist er doch. Also der Joe sollte sich mal überlegen, irgendwie sein Flugzeug besser zu verkaufen und doch lieber zu Fuß zu gehen oder so. So. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Die verdammten Vögel haben mich verwirrt. Früher war das viel besser. Vergiss es. Ich brauche einen Drink. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er muss nichts trinken, oder? Das ist keine gute Idee. So. Alles klar, halt dich fest. Dann geht das weiter. Einfach geil. Und er bleibt auch einfach stumpf sitzen in seinem Flugzeug, ne? Ich hoffe mal, dass der Sprit noch reicht hier in unsere Karre.
So. Jetzt haben wir den Kerl schon zum zweiten Mal abgeschleppt. Jetzt will der bestimmt, dass wir schon wieder einen Haufen Klebeband da quasi für sein Flugzeug verschwenden. So, das Ding fahren wir jetzt erstmal beiseite. Oh, hier ist der beste. Ja, hier ist ein cooler Parkplatz. So. Ja, flicke die Löcher in den Flügel mit Klebeband. Ja, das war klar. Also, Klebeband haben wir ja hier irgendwo. Genau. So. Jetzt ist ein Partybus schon wieder da. Ah, das wäre eine gute Einnahmequelle gewesen, hätten wir jetzt den Laden auf. Jetzt haben wir schon wieder... Oh nein, ey, wie schnell einfach so ein Klebeband weg ist. Ich hoffe, wir bekommen mal Geld jetzt von Joe. Klebeband ist teuer. So, Loch repariert. Oh, war ja, ey. Aber der hat auch immer ein. Der hat auch immer ein Glück, der Kerl, ne? Was denn jetzt? Oha! Wir haben Besuch. Ja, das Coole ist ja, jetzt bin ich mal gleich gespannt, wenn die tanken, wie viel Geld das uns bringt. Loch repariert. Ach, das hier noch nicht. So. Hä? Ach, hier sind auch noch zwei Steine, ich wollte schon sagen. I'm watching you, friendo. Oh, I see you're prepared this time. That's pretty damn impressive. So, jetzt werden wir. Erstmal werden wir den Tank betanken hier. 145! Wow! Aber der wollte nicht so viel haben, ne? Cool. Betanke Joes Flugzeug an einer Zapfsäule in der Nähe. Ah, Joe will auch betankt werden. Hoffentlich gibt er uns Geld dafür. 100 Dollar. Ja. Wirf meine Bestellung in den Kofferraum meines Flugzeugs. Was? Was? Der quatscht aber auch immer. Der ist echt. Der quatscht so schnell. Ja. So, interagiere mit Joes Flugzeugrumpf, indem du die Taste F drückst. Ja, jetzt wollen wir mit denen. Ah, guck mal. Genau, jetzt wollen wir mit denen so einen Handel. Ne? Jetzt kriegen wir so einen Bauplan. Aber für was? Das ist. Kannst du deine Scheune aufrüsten? Okay. Cool, wir haben jetzt einen Bauplan. Wir können uns da ja, unsere Scheune aufrüsten oder so. Okay. So, Joe will wieder los. Ja. Was? Fahr die Fahrzeuge. Was für eine... Hier ist doch gar kein Fahrzeug. Stört er hier vielleicht? Also der LKW darf anscheinend nicht zu nah. Ja. Hier rumstehen, ne? An der Landebahn. Landebahn, Kerl. So, jetzt helfen wir dem mal. Wir machen das jetzt mal auf normal. Wir haben das schon mal auf leicht gemacht. Jawohl. Jawohl. Nein. Nein. Abheben. Neustart, was? Achso, wir sollen noch die Leertaste drücken. Jetzt, ja, ich muss mich jetzt konzentrieren.
Digga, wie fliegst du denn? Man, kannst du nicht geradeaus fliegen? Komm, heb ab hier. Leute. Kann mir da nicht näher ranzoomen? Ich sehe den da so ganz schlecht, wenn ich ehrlich bin. Achso, wir sollen auch auf den Winkel achten, ne? Oha, das ist gar nicht so einfach. Boah, Gott sei Dank. Komm nie wieder, du komischer Vogel. Bleib da, wo du bist. Krass. Es ist gar nicht so einfach. Also, das müssen wir nochmal auf schwer machen, ne? Richtig geil. Ja, cool. Sammle genug Geld, um Baupläne, um Lager Level 1 zu kaufen. Ah, okay. Um Baupläne, um Lager 1 zu kaufen. Okay. Aha. Jetzt gucken wir nochmal bei Management. Nein, ah. Nein, nein. Wir gucken jetzt nochmal hier bei Aktualisierung. Und jetzt gucken wir mal nochmal bei hier, bei den DLC Astral Prime. Kommunikationslevel 2. Kosten Baupläne. Ah, okay. Also diese Baupläne sind jetzt nicht von irgendwas, sondern wir brauchen Baupläne, um Sachen zu upgraden, ja. Zum Beispiel brauchen wir 2 Baupläne hier und $500 für Level 2 Kommunikationszentrum. Ah, okay. Hier gibt es noch einen Funkturm. Hierfür brauchen wir 3 Baupläne und 1500. Oh, weia. Abklingzeit der Fähigkeit verweigern. Zusätzliche Reduzierung um 15%. Ah, okay. Cool, cool. Also hier ist Lager 1. Das brauchen wir für unser, ja, okay. Inventarkapazität plus 500. Kapazität für Flug, ja, okay, okay. Cool. Also, wir brauchen noch einen Bauplan, den müssen wir dann noch irgendwie erhandeln, ne? Interessant, also dieses DLC scheint ein wenig größer zu sein auch, ne? Aber wir brauchen natürlich auch viel Geld. Deshalb würde ich sagen, dass wir erstmal wieder soweit die Tankstelle aufmachen und so, ne? Wir werden uns auch noch einen zweiten Mitarbeiter, glaube ich, holen, ne? Wir gucken jetzt nochmal unter Angestellte, unter einen Wohnwagen. Für 349 kriegen wir einen zweiten Wohnwagen, oder was? Achso, wir müssen erst die Tankstelle aufrüsten, genau. So war das. Also wir haben noch viel, viel vor. Wir müssen die Tankstelle auf ein höheres Level bringen. Dafür müssen wir, jetzt gucken wir mal hier. Genau, hier, Werkstatt, Lager, Level 2. Das werden wir uns erstmal gönnen für $200. Können wir nämlich, dann kriegen wir noch mehr Regale und so weiter. Können wir viel mehr Sachen einkaufen und so. Ja, das ist ja cool. Jetzt haben wir da oben links steht Landebahn 1. Heißt das, dass da jetzt ein Flugzeug ist? Ja, tatsächlich. Es will betankt werden. Ah, das ist cool gemacht, dass uns das angezeigt wird. So, jetzt erstmal tanken wir den. Boah, wie viel Dollar wir gerade einfach bekommen haben. Über 350, oder? Richtig cool. Jetzt probieren wir das noch einmal zum Schluss dieser Folge aus. Mit diesen Handeln. Vamos, vamos, muchacho. Ah, hier ist so ein Building Blueprint. Also so eine... Ja, sowas brauchen wir ja, ne? 2 Minuten haben wir noch Zeit. Okay. Wir bieten ihn an. Weiß ich nicht. Super Blend Tabaco. Hier, jetzt ist auf niedrig. Jetzt machen wir mal auf Handel. Handel gescheitert. Wir bieten ihn nochmal Wash and Wax. 3-mal. Ich werde keine... Ja, ist ja in Ordnung. War ihm wohl nicht gut genug, was wir ihm angeboten haben. So, hier liegt noch Klebeband, ne? Das wollte ich eigentlich hier
reingelegt haben. Hä? Können wir das nicht wieder da reinhängen? Egal, dann müssen wir es da halt auf dem Boden legen. So, ja, Leute. Alles sehr, sehr neu für mich und so. Ist richtig cool. Ich habe mega Bock. Ja, machen wir mal ein bisschen Spinneweben weg und so. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ganz viel Geld verdienen. Wir müssen das irgendwie hinbekommen, dass wir die Tankstelle auch noch gleichzeitig am Laufen haben. Damit halt ganz, ganz viel Geld reinkommt. Wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mögt, auch gerne einen Kommentar, ja. Und ein Abo dalassen, falls noch nicht passiert. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Ich werde jetzt noch so ein bisschen sauber machen und so. Ja, vielleicht werde ich auch schon mal die Tankstelle aufmachen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Also Leute, gesund bleiben und so. Bis dahin. Bye, bye.